Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße Sie zu meinem Lehrgang HTML5 für Einsteiger. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 18. Lektion angelangt und da möchte ich dir zeigen, wie man im Head-Bereich einer Webseite Daten so eintragen kann, dass sie auch dann von den sogenannten Robots der Suchmaschinen auch genutzt werden können. Man spricht hier von den Kopfdaten. Hier wiederum an dieser Stelle der Hinweis, dass man zusätzliche Informationen und auch das, was ich im Video zeige, noch etwas nachlesen kann unter www.html5.wilernen.at. Gehen wir also in diese 18. Lektion. Und da hat man schon einen Verweis auf Title-Tag und Meta-Angaben. Den Title-Tag haben wir schon kennengelernt. Wenn wir hier unten das HTML-Grundgerüst uns anschauen, haben wir hier ja den Head-Bereich, der angefangen wird, also geöffnet wird und geschlossen wird. Der Title Tag legt eben dann praktisch den Titel der Seite fest und diese wird dann immer oben dann auf der Seite dann eingeblendet. Hier oben wird das dann zum Beispiel dann angegeben, wenn man so eine Seite dann betrachtet. Dann gibt es darüber hinaus auch sogenannte Meta-Angaben. Und diese Meta-Angaben sind vor allem gedacht für Suchmaschinen und für Suchroboter. Es gibt also Programme, die das gesamte Internet immer wieder abgrasen, also immer wieder Seiten schauen, ob die sich verändert haben, ob es neue Seiten gibt. Und auf diese Angaben hier im Head-Bereich, diese Meta-Angaben, werden von diesen Suchrobotern verwendet und die sollen dann dem Suchroboter mitteilen, um was für Art von Seiten es sich handelt. Zum Beispiel hier diese Meta-Angabe, dass es sich hier um eine UTF-8-Seite, also mit der Zeichenkodierung UTF-8 handelt, das haben wir schon hier in einer eigenen Seite, in einer eigenen Lektion schon besprochen. Dann wer der Autor der Seite ist zum Beispiel, hier mit Metaname Author Content, wird dann eben hier angegeben, dann Metaname Robots. Das ist eine direkte Mitteilung für diese Suchroboter, für diese Robots. No Index, No Follow würde zum Beispiel bedeuten, dass diese Suchroboter, diese Webcrawler, sagt man auch, die Seite nicht aufnehmen sollen. Das heißt, es soll nicht in den Index aufgenommen werden. Und No Follow bedeutet, wenn hier Links auf der Seite vorkommen, sollen auch diese nicht weiter verfolgt werden. Also wenn du möchtest, deine Webseite bei einer Suchmaschine wie Google erscheint, solltest du diese Zeile hier weglassen. Dann natürlich Description mit wieder einem Content. Es wird hier die Seite eben beschrieben, eine etwas ausführliche Beschreibung. Und das ist diese Beschreibung, die auch bei der Suchmaschine, wenn man eben dann sie eingeblendet wird bei den Suchergebnissen, mit dieser Beschreibung auch dann in der Regel eingeblendet. Dann kann man noch Schlüsselwörter, Keywords dann hier den Suchroboter mitteilen. Man könnte zum Beispiel hier bei meiner Webseite hier angeben HTML, Tags, Einführung, Tutorial für Einsteiger und so weiter. Und das sind jene Suchwörter, die dann auch aufgenommen werden in das Verzeichnis einer Suchmaschine. Und wenn jemand bei Google zum Beispiel einen Begriff eingibt, HTML Einführung, dann schaut die Suchmaschine, gibt es irgendwelche Webseiten, die diese Schlüsselwörter haben. Und dann werden die dann zum Beispiel eingeblendet, falls sie auch dann von mehr Leuten schon angeklickt wurden. Das ist immer stark vereinfacht. Und eine andere Möglichkeit, in der Realität gibt es noch viele andere Möglichkeiten hier von solchen Meta-Angaben, hier nur eine kleine Auswahl, gibt es hier die Meta-HTTV Equiv Refresh Content 60. Wenn man hier 60 einstellt, wird die Seite nach 60 Sekunden neu geladen. Man könnte auch hier andere Angaben geben, wie dann zum Beispiel weitergeleitet wird von einer auf die andere Seite automatisch. Also mach dich da schlau und schau dann mal im Internet, welche anderen Meta-Angaben es gibt. Aber wir schauen uns die mal jetzt hier in unserem Beispiel an. Hier also im Head-Bereich habe ich geschrieben, der Webseite befindet sich etwas und hier ist der Quelltext. Da sind hier diese Angaben dann hier eben eingefügt. Schauen wir uns an, wie man das auch praktisch umsetzen könnte hier in unserem Editor Scriptlet. In einer vorgehenden Lektion habe ich eine Webseite gemacht, bei der man iframe mit einem Hilfe eines iframes hier ein YouTube-Video einbinden kann. Und ich möchte jetzt hier Meta-Angaben hinzufügen. Eine im Standard HTML-Grundgerüst ist ja dann hier, dass man das UTF-8 Zeichenformat verwendet. Wenn ich jetzt hierher gehe, gibt es hier Extras und dann gibt es hier den sogenannten Meta-Tag-Generator. Und hier könnte ich dann noch weitere Angaben vornehmen. Australien zum Beispiel, ja, wenn man sich da befinden würde, oder Schweiz oder Germany oder was auch immer. Machen wir nur Selection. Dann kann man hier zum Beispiel einstellen, ob diese Seite in die Ziele-Index aufgenommen werden sollte und ob man links folgen sollte.
Das würde ich dir empfehlen, wenn deine ganze Seite eben wirklich bei Google zum Beispiel erscheinen sollte und wenn du hier nehmen würdest, Do Not Index, Do Not Follow Links, also soll nicht aufgenommen werden und auch den Links soll nicht gefolgt werden, dann könntest du das hier, diesen Eindruck hier dann wählen. Lassen wir das jetzt einmal hier so. Nach wie vielen Tagen soll diese Seite wieder besucht werden von einer Suchmaschine? Nach 2 Tagen bis 30 Tagen oder no? Können wir auch dann lassen. Hier das Encoding könnte man UTF-8 zum Beispiel einstellen. Das Auto könnte ich hier zum Beispiel Markus Opitz angeben. Wenn ich nicht nur der Autor bin, sondern auch derjenige, der es veröffentlicht, könnte ich das hier machen. Wenn es irgendeine andere Seite wäre, würde man einen anderen Namen hineinschreiben. Bei Keywords könnte ich zum Beispiel, wenn ich eine Schneemann-Seite vielleicht mache, hinschreiben. Ja, Schneemann, sind meine Töchter, Töchter, Lucia, Letizia, Kinder und so weiter. Und als Beschreibung könnte man hier einfügen, ich möchte etwas über die Freude von Kindern an Schneemännern zeigen. Jetzt klicke ich auf OK und schaue an, welche Wetterangaben hier gemacht werden. Das sind einige. Ich möchte es ein bisschen übersichtlicher machen. Ich markiere das Ganze, drücke auf Tab und dann wird es eingerückt. Und habe dann hier diese dementsprechenden Angaben. Hier siehst du, dass manches hier doppelt ist. Das wurde hier dann zum Schluss noch eingefügt. Dann kann ich die alte Eingabe hier löschen und kann diese hier dann übernehmen. Und lassen wir das Ganze dann anzeigen. Ich werde ja nicht viel mehr sehen, weil die Metangaben ja nicht angezeigt werden. Aber hier habe ich das in dem Fall dann und könnte mir dann auch den Quellcode dann hier zum Beispiel noch einmal anzeigen lassen. Man kann jetzt hier zum Beispiel auf Klicken gehen. Und wenn diese Seite dann im Internet hochgeladen werden würde, würde die Suchmaschine gleich einmal erkennen, dass es sich hier um Schneemänner geht. Da bleibt bei mir der Hinweis darauf, diese Aufgabenstellung am Ende dieser Lektion auch dann tatsächlich zu bearbeiten, um eben noch mehr das Wissen, das du hier eben angeeignet hast, auch dann zu vertiefen. Learning by Doing führt dann schließlich zu den eigenen Webseiten.